Das hört sich scheiße an, wegen der Schiff. Ich weiß nicht, worum es sich dabei handelt, aber ich hört es an, als ob ich davor Angst haben müsste. Ich weiß nicht, ob dem so ist, aber ich weiß es. Captain ist am Ruder. Jetzt legen wir direkt nach hinten ab. Ich weiß nicht, ob das so viel schneller ist. Nur Segel setzen. Aber ich weiß, dass ich machen will. Locker trimmen, alle Segel einholen. Großsegel rein, Bramsegel reffen. So, jetzt können wir Gas geben. Stopp! Bram! Nachsegel! Brig, Rum und Zucker. Mörsergeschäft. Das wäre doch was für uns. Oh nein, wir dürfen ja keine Freunde angreifen. Da wird sicher ein Schatz sein. Oh nein. Ich will da vorbei. Danke. Da hinten, oder? Fregatte. So, nein. Hier rechts rein, oder? Was ist das denn für eine Stadt? Bitte sag nicht, dass ich da schon mal war. Ich war da schon mal, oder? Oder war ich noch nicht in Kingston? War ich schon mal in Kingston? Kingston ist doch das mit der Windmühle. Drei Truhen, ja. Dann rennen wir mal los. Und gehen zum Ausrufezeichen. Können wir euch jetzt kostenlos anheuern? Benutzen, ja, das ist praktisch. Also 15.000 sind vielleicht ein bisschen viel, weil ich die nie im Leben 150 mal benutzen werde. Aber dann brauchen wir das Geld nicht haben. Nö, um dich kümmern wir uns nicht. Ich will nur zu diesem verdammten Ausrufezeichen. Es war so schön mit Pferden. Oh, hier bist du ja. Dann hole ich mir mal dein Geld, deine Munition, weil es ja so viel wert ist. Ja, deine Munition schon, aber dein Geld nicht. Und hallo, wer auch immer Sie sind. Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm! Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Das heißt, wir müssen jetzt mal lauschen. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns.
So, du kommst jetzt erstmal zu mir, du Fetter. Grobiane töten, 1 von 4. Was haben wir denn an Pfeilen? Pfeifen. Hast du mich gehört, mein Lieber? Ja, hast du. Alarmglocke 1 sabotiert. Wo ist die andere Alarmglocke, ist die Frage. Können wir hier irgendwas über die Dächer erreichen? Ja. Ich suche gerade nach der Alarmglocke. Da haben wir dich ja. Greifen wir ihn herbei. Komm, es war knapp. Komm herbei, komm her. Komm. So, zweite Glocke sabotiert. Okay, da hinten ist der zweite Grobian. Da ist einer. Der Scharfschütze ist da oben. Hoffentlich bemerken die den nicht. So, ich muss den Scharfschützen zuallererst ausschalten. Oh, 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 ganz böse. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein. Zwei Soldaten saßen bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist. Was hat es mit den Blutstropfen auf sich? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Torres ist ein Ausspionier? Ich habe ihn nämlich auf etwas von meinem Blut. Wie ich auch. Captain Hornigold, das tun alle Templer. Um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Nein, Sir. Schätze, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, was brachte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das ihn überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Marcus. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr?
So. Anscheinend ist Hornigold. Anscheinend verkehrt er mit unseren Feinden, also nicht Freunden zumindest. Kommt, liebe Frauen. Ich brauche eure Hilfe. Warum lasst ihr mich hier im Stich manchmal? Jetzt, da ich euch kostenlos anheuern kann, ist das doch nicht zu viel. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller. Die Wachen brauchen wir nicht ablenken, nein. Wir haben eine der unseren verloren. Na gut, eine ist keine. Zwei sind eine zu viel, also keine mehr verlieren. Einfach außen rum gehen. Nein, nein, nein. Oh, oh. Nein, nein. Eine reicht. Oh, früher hätte die nicht gereicht. Reicht sie immer noch nicht. Das heißt, ab auf die Dächer. So, kann ich euch jetzt markieren? Danke. Ach, was soll's. Und vorwärts, danke. Was ist das Gebiet da vorne denn? Ich warte, bis ich außerhalb des Sperrgebiets bin, sonst sieht mich die Wache da drüben direkt. So wie ich jetzt gesagt hätte. Komm. Großmeister, willkommen. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor schon wieder aus, Alter. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzessin wieder abzugeben? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise hin? Wisst ihr es? Afrika, Euer Exzellenz. Afrika? Mein Gott, wir finden es in dieser Route nicht hinein. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst nicht gehen. Eine meiner Sklavengaleeren könnte nicht überhaupt. Shit, shit, shit. Sklavengaleere? Gap, ich bat euch doch, diese Krankheit hier glatt zu schaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist. Der Körper wird folgen. Das ist effizient. Wohlgesprochen. So, jetzt freuen wir den wieder. Oh, Scheiße. Belauschung erfolgreich. Erinnert mich. Wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochran. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Hol dich die Pestverräter! Du hast uns hintergangen. Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Wer sind die rechts und links von ihm? Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Wer du einst ein Kämpfer warst. Nein, Tim. Du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. So, wie machen wir das? Ich glaube, ich hau hier oben rum ab. Da es kaum Leute gibt, die so schnell und so gut freerunnen können wie Edward Kenway. Wer ihm da Konkurrenz machen könnte, wären Connor. Ja, Connor eigentlich nur. Wobei Connor auch schon an seine Grenze stößt. Schnell in den Schrank. Oh, das läuft in den Schrank.
dann eben nicht. Grobiane töten. Hat leider nicht mehr gereicht, aber die Alarmglocken, die haben wir geschafft. Den Kurier fangen und plündern. Nein, danke. Ich glaube, ich muss wieder zurück zu meinem Schiff. Deswegen. Wobei, nein, das ist nicht das Schiff, oder? Hauptmission. So, das geht nach Afrika. Aber nicht heute, nicht jetzt. Jetzt ist es Zeit, um aufs Schiff zu gehen und dann Tschüss zu sagen. So. Sie haben zurzeit den Rang unter die Besten. Was? Wo sind wir jetzt hin? Auf die andere Seite. Aha. Wir machen noch den Aussichtspunkt, komm. Ich meine, damit wir mal schneller auf diese Seite können, als es uns... als es notwendig ist. Wenn wir schon hier drüben sind, komm. Was ist das hier für eine Seite? Ganz ehrlich, ich war hier noch nicht. Vermutlich gehört das dann zum Ende irgendwo hin. Wir müssen nach Kingston, aber nicht nach Kingston, wo wir sonst immer sind. Sondern nach Kingston, wo andere Seite. So, da gehen wir mal über den Tisch hoch. Und klettern an dieser Seite hoch. Da wir ja den Adlerposten haben wollen und nicht komplett herum klettern sollten. Komm, Edward. Edward. Danke. Na, dieses Mal ist nicht das Gamepad ausgegangen, sondern ich war einfach nur inkompetent vermutlich. Oder Edward war es. Aber dieser Kommandoposten. Kommandoposten? Wieso sage ich Kommandoposten? Wir spielen hier nicht irgendwas mit Kommandoposten. Wir spielen hier nicht Capture the Point. Hardpoint. Was auch immer. So, jetzt gilt es Schnellreise auf das Schiff. Wieso kann ich nicht Schnellreise auf das Schiff machen? Schnellreise dahin geht. Gut, dann machen wir Schnellreise dahin. Ne, Gegner werden misstrauisch, wenn sie eine Leiche sehen. Oh mein Gott. Das glaube ich ja nicht. Würde ich nicht werden. Naja, egal. Das ist jetzt nicht mehr... Ist das der königliche Konvoi? Fregatte, Fregatte. Nö. Also was ich jetzt sagen will, ist... Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bei... Nein, Edward, du hast mir jetzt alles versaut. Nicht darunter. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh boy. Let's play Assassin's Creed Black Flag. Was machen wir da? So einen ungefähren Plan haben wir ja. Wir werden nach Afrika segeln und diesem Typen da hinterher, also dem Weisen, weil er da irgendwie gefangen worden ist. Die Templer werden uns natürlich erwarten. Aber einen, der so wie ein Vogel hier oben drauf sitzt, den kann man doch nicht überraschen, oder? Wie wunderbar. Nun gut dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.